Wir haben Pre-Release Challenge Bloomburrow, das wohl süßeste Set seit Anbeginn aller Magic-Zeiten. Und wir machen eine Pre-Release Challenge mit ganz vielen coolen Leuten und wir gucken da mal rein. Ja, was ist die Pre-Release Challenge? Pre-Release Challenge ist eine Challenge, an die mehrere Content-Kreatoren sich zusammengesetzt haben, gesagt haben, hey, wir fänden es cool, dass wir das Pre-Release ein bisschen celebraten können, gemeinsam, wenn wir eh alle einen Pre-Release-Kit öffnen, uns das anzuschauen. Hier ist zum Beispiel die üppige Wildnis von Bloomburrow, die Heimat von großen Geschichten und kleinen Helden. Oh mein Gott, so cool. Und zu Bloomburrow haben ganz, ganz viele Leute wieder gesagt, boah, wir haben Bock auf Pre-Release-Challenge. Die Leute findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und was wir tun ist, wir öffnen dieses Pre-Release-Kit, werden uns anschauen, was wir an Rares, Mythics und Vollkarten so ziehen. Natürlich gucken wir uns auch die anderen Karten an. Und ja, wir werden da mal reinschauen, wenn wir was Cooles ziehen, dann nice. Und wenn nicht, dann schade. So oder so gucken wir uns das Ganze mal an. Und am Ende wird geschaut, wer gewinnt. Und zwar gewinnt man, wer auf Cardmarket den 7-Tage-Durchschnittspreis, den höchsten Value hatte. Und wer da gewinnen wird, das wissen wir noch nicht. Das werden wir jetzt sehen. Wir haben hier einmal die ganzen Einzelteile. Hier sieht man auch schön Fledermausvolk, also zu jedem Einzelnen, was es so ist. Und wie man Pre-Release-Deck baut. Sehr, sehr cool. Pre-Releases lohnen sich immer, kann ich wirklich empfehlen. Wir machen bei uns manchmal einen Twilight Giant Pre-Release. Den mache ich sogar noch ein bisschen lieber als den normalen. Wir haben eine Promo und 6 Playbooster. Wir öffnen mal die Playbooster, schauen mal rein, was so ist, was man so ziehen kann, wie das so aussieht. Und wie immer, wenn ich mehrere Booster gleichzeitig mache, werde ich einfach so ein bisschen da durchgehen und werde halt sagen, so hey, zerbrösel und hol's dir. Okay, zerbrösel's und hol dir. Geil. Also ich werde so ein bisschen auch die Karten ein bisschen eingehen, aber nicht auf jede einzelne Kamm, nicht auf jede einzelne Ankamm. Flickenwerkbanner, auch sehr cool mit den Kreaturentypen. Das ist übrigens sehr, sehr stark als Kreaturentyp. Für Kreaturendecks mega. So, und wir haben ein Sonnenrücken-Lux. Sehr gute Karte, kostet irgendwie 2-3 Euro, glaube ich. Und ist eine sehr mächtige Karte. Sehr mächtig. Wird demnächst meiner Meinung nach oft gespielt. Foil-Ebene, Gott, ist die hübsch. Und Tal-Moda-Ruferin. 2 Mana, 1-3 bedrohlich. Eine Rare in Foil in einem anderen Artwork. Und Fisch. Fisch. Was ist mit die Fisch? Der Fisch. Die Fisch. Nicht der Fisch, die Fisch. Ja. Talmoderruferin, Eichhörnchen, Hexenmeistern, Foil und ein Lux. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht gewesen. Genau, die ganzen Preise davon werden nachher eingeblendet am Ende des Videos. Und da wird dann auch stehen, von wann die Preise sind. Denn ich nehme das Ganze hier am Pre-Release Samstag auf. Seerosending, ganz cool. Kurzbogen, oh mein Gott. Gott, es ist süß. Es ist süß. Oh mein Gott, ich liebe dieses Set, weil es so süß ist. Und nochmal Sonnenrücken-Lux. Nice, wenn die jetzt in Englisch wären, könnte ich die jetzt schon spielen in Legacy, weil ich 2 Stück davon brauche. Otter. Und ja, dementsprechend werden die Preise vom Pre-Release Samstag sein. Nicht vom Montag, wo ihr dieses Video hier sehen werdet. Zusammen durchbrennen, oh mein Gott. Also ihr könnt nicht sagen, dass dieses Set nicht unendlich süß. Kühnes Kaninchen. Stärke der Sanften. Eine sehr starke Karte mit +1/+0 Trampel und zieh eine Karte. 3 Baummaskotte. Wow. Schluchträuber, Schwarm, Zuckerguss, Recycling, eine Sammlerin. Und für das Allgemeinwohl. Ein grünes Doppel-X. Wir erzeugen X Spiels. Oh, warum wirkt meine Kamera so? Wir erzeugen X Spielsteine, die wir kontrollieren. Und dann erhalten wir Spielsteine, die Unzerstörbarkeit bis zumindest zugerüstet. Wir erhalten für jeden Spielstein ein Leben. Okay, ist irgendwas für Eichhörnchen. Ein Wald und noch eine Foil der Scheifersschuppen. Ja, ich muss mal ganz kurz was mit der Kamera machen. So, jetzt muss es wieder klappen. Uiui, wir gucken uns das nächste Booster an. Die Perle der Weisheit. Ein sehr, sehr mächtiger Zauberspruch, weil er eine Karte sieht. Zerbröselt und holst dir, finde ich so großartig. Elektrizität leisten, Zundermeuchlerin. Bocken auf Sammler ist ein Gestaltwandler, der tatsächlich ganz cool ist. Oh, Sturmfang, Mentor. Der ist ganz cool. Ich glaube tatsächlich, dass der auch wirklich eine coole Karte ist, um mit ihm zu spielen.
Aber ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, wo drin man ihn spielen möchte. Zauberwirbel und Spottdrossel. Ein blaues und X fliegend. Du kannst die Spottdrossel als Gebiet einer beliebigen Kreatur ins Spiel kommen lassen. Okay, gleich. Ah, okay. Kleiner gleich der Mana-Kosten. Typ Vogel und Flugfähigkeit. Das ist gar nicht mal so kacke. Das ist wirklich gut. Dann eine Insel. Langkeilerin. Und hier, diese Länder sind so schön, weil die gibt es ja in verschiedenen Artworks in den vier Jahreszeiten. Und ja, dementsprechend sehr, sehr nice. Wir öffnen diesen wunderschönen Code und wir haben einen Clement, der Wartseher. Nicht Schwarzseher, sondern Wartseher, weil er ein Frosch ist. 3x3x3 Wachsamkeit, wenn Clement oder eine andere Kreatur ins Spiel kommt, bringen wir eine Kreatur in so einem niedrigen Mana-Bezug zurück auf die Hand. Oh, das ist nicht schlecht. Frosche, die kontrollierst haben, tappen für blaues oder grünes, kann man nur für Kreaturen zaubern. Das ist ein ganz cooler Commander. Und wir haben einen Arena-Code. Den könnt ihr jetzt abtippen und einscannen und so weiter und so fort. Dann könnt ihr 6 Booster bekommen. Wenn ihr das nicht passiert sein sollte, wenn das nicht funktionieren sollte, dann hat ihn schon jemand eingelöst. Herzlichen Glückwunsch an dich. Und ja. Ich brauche den nicht, ich bin Magic Online Content Kreator und habe nichts mit Magic Arena zu tun, denn dafür muss man mit Wizards zusammenarbeiten. So, dann der Beschwörer. Eichhörnchen Hexenmeister Bade ist natürlich ein Kreaturentyp, der wahnsinnig, wahnsinnig weird ist. Zundermeuchlerin, Schluchträuber, sternengeschmiedetes Schwert, verschenke einen getappten Fisch, plus 3 bis 3 Flugsfähigkeit. Kann man direkt anrüsten, wenn man einen Fisch verschenkt haben. Die Fisch! Blick in die Sterne. Oh mein Gott. Also diese Artworks sind so schön. So schön. Schmiedetalent. Hoppel die Hopp. Was? Und Kestral die Windkrone. Vögelkommander. Fliegend, immer wenn ein oder mehr Vögel die Kampfschaden zufügen. Können wir eine Vogelkreaturenkarte auf die Hand oder deinen Friedhof eine Endgültigkeitsmarke ins Spiel bringen? Auch von der Hand oder aus dem Friedhof. Und legen besonders 1 Marke auf jeden Vogel, den wir kontrollieren. Ui. Und wir ziehen eine Karte. Stark. Sumpf und Stärke der Sanften. Und dann Eichhörnchen. Geiles Eichhörnchen. So, wir haben noch einen Booster. Heute, wie gesagt, ein bisschen kürzeres Video. Pre-Release Challenge sind nur 6 Booster. Und es geht nur um den Value. Und ich hoffe, dass ich gewinne. Ich glaube es noch nicht ganz so sehr. Ich habe noch keinen Heavy Hitter gezogen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Denn wir haben hier noch Essenzkanalisator. 2x2x1, wenn im Zug Leben verloren wurde, dann kriegt die Flugfähigkeit und Wachsamkeit. Und wenn du Lebenspunkt dazu hältst, legen besonders 1 Marke auf sie. Und wenn sie stirbt, kann seine Marke auf eine andere Kreatur legen. Gar nicht so bad. Noch ein Gebirge und ein Schlund der Flut. Ja, das war mein Pre-Release-Kit. Ich habe sehr viel Grün, sehr viel Blau, sehr viel gutes Grün, sehr viel gutes Blau. Ich würde tatsächlich mit Grün-Blau gehen, unabhängig von der Promo, die ich habe. Weil das Weiß und Schwarz ist nicht ganz so stark im Pre-Release, habe ich schon festgestellt. Und das Rot ist auch nicht verkehrt, aber für Rot, ich habe die Luchse, die sind halt geil, aber die machen halt im Pre-Release nichts. Ja, okay. Ja, okay. Anzahl der Eichhörnchen und Fledermäuse und Ratten. Und Eidechsen. Ja, ganz weird. Ja, aber ich würde wahrscheinlich Grün-Blau daraus bauen. Und ja, ihr seht jetzt hier eingeblendet, was mein Kit wert war. Das ist der Preis, den ich ins Rennen schicke für die Challenge. Und damit ich mir diese Challenge leisten konnte, Patreon. Denn ihr habt diese Challenge möglich gemacht. Ohne euch würde ich das alles nicht stemmen können. Vielen, vielen Dank an euch. Ich kann euch sagen, die Shirts von der ersten Wave sind jetzt auf dem Weg zu mir. Angeblich. Angeblich wurden die schon gedruckt. Hype. Ich bin gespannt. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Hi, Blacksit. Ciao, ciao. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das bei Patreon eben tun. Ab 3 Euro könnt ihr damit da joinen, um dort ein bisschen mich zu unterstützen monetär. Wenn ihr das nicht wollt oder nicht könnt, könnt ihr auch gerne Daumen nach oben da lassen. Abonnieren. Bei den ganzen coolen Leuten unten in der Videobeschreibung nachschauen. Und ja, bisschen Spaß haben an Magic.